Tja, servus Leute. Es ist nach gut 5 Monaten endlich mal soweit, dass ich mal irgendwie auf die Reihe bekommen habe, ein Video zu machen. Ja, ich habe wirklich einiges zu erklären, einiges zu erzählen und ich hoffe mal, dass ich das irgendwie auf die Reihe kriege, weil das Video, was ihr jetzt seht, das besteht aus ungefähr 50 verschiedenen Zeitblasen, alles zu verschiedenen Zeitpunkten, alles innerhalb von 5 Monaten irgendwie zusammengewürfelt und das ist wirklich, ich gebe mein Bestes, ich versuche es irgendwie auf die Reihe zu kriegen, also seid mir nicht böse. Ich versuche es irgendwie hinzukriegen. Ja, auf jeden Fall, vor gut 5 Monaten, also vor gut einem halben Jahr eigentlich, war das Rollertreffen 2016, das ich mit ein paar Kollegen organisiert habe. Und das war dann bei mir in der Gegend hier. Habe ich auch ein Video dazu gemacht und ich finde persönlich auch, dass es ziemlich gut geworden ist, abgesehen von ein paar Ausnahmefällen, wo es halt nicht ganz so gut lief, wie es eigentlich gedacht war. Aber im Großen und Ganzen war es wirklich ein tolles Treffen für das erste Treffen. Also es war persönlich mein persönliches erstes Treffen überhaupt, Rolletreffen-mäßig. Und dann noch komplett selbst organisiert. Also ich denke, da kann man schon erstens mal ein bisschen stolz drauf sein. Und zweitens, ich finde es wirklich für ein erstes Treffen auf jeden Fall sehr gelungen. Wir waren ja insgesamt zu Beginn, als wir auf dem Feld standen, da wo ich diese Aufnahme gemacht habe, wo ich so ein bisschen rüber geschwenkt habe über die ganzen Roller. Waren wir gut, ich würde sagen 20, 25 Roller so in die Richtung. Also es war auf jeden Fall gut und zum Schluss kamen noch ein, zwei Kollegen dazu und dann kamen ein paar weg und zwischendurch hat sich das wieder aufgeteilt und so weiter. Von daher, aber insgesamt waren wir schon über 20 Leute und das, ich meine, fürs erste Treffen, wie gesagt, kann man nichts sagen. Ist echt für mich persönlich eigentlich ganz gut geworden. Ja, da bei einem Treffen, kurz um zu erklären, was mit dem Roller war, also die NRG. Zu dem Zeitpunkt ist sie ganz gut gelaufen. Da war sie ja, auf ungefähr 45 km/h gedrosselt. Ungefähr. Gianelli-Auspuff dran gehabt. Sportvario. Ich weiß nicht, welche Sportvario drin war. Ich weiß nicht, was für Gewichte drin waren. Keine Ahnung. Das Ding hat auf jeden Fall bis ungefähr 10.000 so in die Richtung gedreht. Also war ganz gut eigentlich. War auch ziemlich gut abgestimmt. Bis auf halt kupplungstechnisch. Hätten ein bisschen härtere Gegendruckfedern rein können, weil die Drehzahl am Anfang halt zu gering war, dass der gut Leistung aufbauen kann. Deswegen hat es am Anfang ein bisschen gedauert. Was man auch beim Rennen sieht, was ich da gegen die Rocks gemacht habe von Mirko, also ein Kollegen von mir, der auch dabei war, der mit der Flipflop Rocks, mit Downy und allem drum und dran. Ja, da hat man es ganz gut gesehen eigentlich, dass die NRG untenrum absolut nichts gezogen hat, aber dann kam so der VTEC-Modus und mit VTEC hat es dann angefangen und dann ja, ist das Ding gut nach vorne gegangen eigentlich. Von daher, ja, die Probleme, die zu dem Zeitpunkt mit der NRG waren, ist, dass das Ding Wasser verloren hat. Ich vermute mal, dass da irgendwas mit Simmering undicht war oder sonst irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall hat er immer wieder getropft und ich muss halt immer wieder Wasser nachfüllen. Und der E-Starter ging zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht. Dafür waren wir aber irgendwann in der Werkstatt bei Fischer wieder. Und da gibt es auch ein paar Aufnahmen dazu. Auf jeden Fall haben wir da im Großen und Ganzen geplant war übrigens an diesem Tag geplant war Ori-Auspuff dran, warum auch immer. Dazu komme ich noch später, weil das war der größte Fehler überhaupt, den Originalauspuff wieder dran zu bauen. Das war der größte Fehler und ich bereue es bis heute. Wobei eigentlich bereue ich nicht, eigentlich bereue ich es nicht so rum. Aber ja, wie gesagt, total beschissene Idee, hätte ich eigentlich absolut nicht machen sollen. Ja. Geplant, wie gesagt, Ori-Pot war geplant, dann war geplant, das Kiesleck für die Energy Power zu lackieren, weil Fischer hatte noch ein Kiesleck rumfliegen und ich wollte es halt mit mir dran bauen. Und was ich dann gemerkt habe, ist, dass ich dann hinten, weil bei der Energy Power ist es ja so, du hast ja quasi das unten über dem Hinterrad diesen Heckdurchgang und da vorne, also quasi am Heck an sich, ist dann nochmal die Kennzeichenhalterung, das Rücklicht und die Blinker in einem Teil quasi befestigt. Das heißt, man hat das Heck hier und separat dazu nochmal hier weiter hinten. Die Halterung mit Kennzeichenhalterung und so weiter und so fort. Das heißt, entweder hätte ich die Kennzeichenhalterung absägen müssen oder irgendwie anders lösen oder dran spachteln oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall haben wir es da, glaube ich, nicht hinbekommen, das Kiesleck dran zu machen, aber lackiert haben wir es. Aber wie gesagt, das seht ihr alles jetzt. Also ja, erstmal viel Spaß mit dem. Das sind die letzten Aufnahmen übrigens aus der Werkstatt, weil die Werkstatt gibt es nicht mehr. Ja. Ich habe im Prinzip sau viel dort erlebt. Also ich habe mit Fischer einen Kollegen, der mir das Speedfight, was auch wieder, ach, das ist so viel, hat sich verändert in letzter Zeit. Auf jeden Fall Fischer und Sascha und so weiter, die ganzen Videos mit der Rox damals noch, das war auch alles in der Werkstatt. Und die Werkstatt gibt es jetzt nicht mehr. Mein Kollege hat die weggegeben, ganz einfach aus dem Grund, der hat jetzt mit A1 angefangen, also mit dem 125er Führerschein, das was ich früher eigentlich auch machen wollte.
und hatte zwei Maschinen schon sicher und will jetzt auch nichts mehr groß schrauben oder sonst irgendwas. Und das Geld, was die Werkstatt kostet, kann er auch anderweitig verballern, denke ich mal. Von daher, ja, die Werkstatt ist jetzt mittlerweile aufgelöst, komplett weg, alles weg. Also die ganzen geilen Zeiten, die wir dort hatten, ist jetzt halt ein bisschen schade. Also ist eigentlich sehr schade. Aber ich meine, ich kann es vorhin ganz nachvollziehen. Einfach das Geld kann man auch anderweitig verwenden. Von daher, ja, Werkstatt ist Geschichte. Wie gesagt, das sind die letzten Aufnahmen aus der Werkstatt. Von daher, ja, viel Spaß. Doch, doch, doch. Wir müssen den Ton aber leise machen wegen GEMA und so. Auf jeden Fall, wir basteln hier gerade einen Kennzeichenhalter. Fürs Kennzeichen. Ja. Doch. Wie kommen Sie auf die Idee? Indem das Kennzeichen da in der Nähe ist, verstehe ich. Das ist hier so ein schönes Kiesleck, was ich mit sehr viel Mühe sauber gemacht habe. Mit viel Seife. Ah, oh, ist gut, Junge. Junge, warum ist hier alles so eng? Das ist hier die Frage. Was ist das für eine Schraube da drin? Warum nur eine? Weil die andere, da ist kein Platz für die Alter. Das ist nicht hier oben drin. Naja, okay, nee. Das geht gar nicht. Ich glaube, das ist so. Vielleicht ein bisschen so. Ja, so. Das nach unten zeigt. Das ist bestimmt legal. Ne, mach. So. Ja, so ein. Ist ja noch so. Wie das Gesamtpaket aussieht. Ja, ist legal. Heute Paschowski erklärt. Okay, Kinder, hallo. Willkommen bei unserer Show. Heute. Der ist ja schlimmer als Rhino. Also der Herr Fischer wird jetzt das Plastik auf dem Plastik lackieren. Wir suchen uns gerade ein Kabel zusammen, Zwischenstand aktuell oder allgemein, was heute gemacht werden muss, das erste Mal. Ja, Kennzeichen-Alvario, dann das Heck, das wird bereits lackiert. Da liegt's. So, der Auspuff ist auch ab, da kommt jetzt der Originale drauf. Dann haben wir hier noch den E-Starter, und zwar haben wir hier einmal das Stück vom Kabel. Und da werden wir jetzt erkennen, das andere Stück. Und das muss irgendwie zusammen gemacht werden quasi. Weil deswegen funktioniert der E-Starter nicht. Und wenn es drauf ist, ist der E-Starter auch wieder funktionsfähig. Außerdem noch tropft es hier am Schlauch irgendwo, da müssen wir den Schlauch mal gescheit festziehen und das Kühlwasser auch, keine Ahnung, Kreislauf entlüften. Dann ein bisschen abstimmen noch. Was noch? Keine Ahnung. Ansonsten war es das für heute. So, kleines Endergebnis für heute. Hart war jetzt im Netz gekommen. Wobei doch eigentlich schon. Report ist dran. Der E-Starter funktioniert, wenn das Ritzel drin ist. Da unten hängt das Kabel hin. Total professionell. Dann haben wir ein bisschen böser Blick. Hier hoch. Ist noch irgendwas geklebt? Dieser Sound.
Ja, das war dann die letzte Aufnahme aus der Werkstatt, auch mit einigen interessanten Sachen, würde ich mal sagen. Ist übrigens alles mit der GoPro aufgenommen gewesen, von daher das Sound war da nicht ganz so gut, da habe ich auch nicht ganz wirklich nachgedacht. Ich hätte eigentlich eher mit dem Handy aufnehmen sollen, aber Handyaufnahmen gibt es noch genug. Mittlerweile dazu, seit dem Treffen, habe ich mir auch ein iPhone 6S geholt. Mit dem kann ich auch ganz gute Aufnahmen machen, mit dem nehme ich auch gerade auf. Von daher, da ist das Mikrofon eigentlich ganz gut und allein schon die Aufnahmequalität ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Reicht eigentlich perfekt für Videos. Ja, dazu noch in der Zwischenzeit, was habe ich noch geändert? Genau. Fischer hat seine Speedfight nicht mehr, die Orangene, die ist weg. Sascha hat seinen Kymco-Rasenmäher, also der schwarze China-Bomber hat er auch nicht mehr. Der hat jetzt mittlerweile so einen total absolut geilen, schwulen Peugeot Viva City oder wie der heißt, keine Ahnung. Wenn ich ein Bild finde, mache ich es rein. Auf jeden Fall, das Ding sieht komplett scheiße aus. Sorry, Sascha, ist so. Du weißt es selber, sieht scheiße aus. Und das Ding reißt leistungstechnisch echt nichts vom Hocker. Bei Fischer sieht es auch nochmal anders aus. Der hat ja die Speedfight gehabt, genau, hat verkauft. Dann hat er sich eine. Warte mal, hat er die verkauft? Doch, der hat sie verkauft, genau. Dann hat er sich eine Derby Sender geholt. Eine relativ neue, ich glaube Baujahr 2008 oder sowas in die Richtung, oder 2009, keine Ahnung. Relativ neu eigentlich. Ziemlich geiles Teil, bin ich auch gefahren. Und dann hat er das Ding auch jetzt vor kurzem verkauft und hat sich jetzt eine Piaggio Zip geholt. Die Zip ist wirklich das geilste Ding überhaupt. Das Ding, das ist so geil, ohne Scheiß. Das ist richtig geil. Wenn ich ein Bild finde, ich mach's rein. Die Zip ist wirklich geil. Ich will die Zip haben. Unbedingt. Max, ich will die Zip. So. Dazu auch wieder abgeschweift. Ah ja, übrigens, ich bin jetzt 18. Also, ich habe auch ein Auto. Das kommt auch noch einiges. Boah, es ist so. Wenn man wirklich ewig lang keine Videos macht, dann kommt so viel Scheiße zusammen, die man nicht aufgenommen hat. Dann muss man so viel wieder nach. Hinterher wieder machen. Auf jeden Fall Auto kommt alles. Auto ist mitunter auch das, was eigentlich für mich das Wichtigste ist. So. Von daher Auto kommt noch ganz viel, ganz, ganz viel kommt mit Auto. Auf jeden Fall richtig geil. Ja, das heißt, ja, mittlerweile darf ich auch Auto fahren, offiziell mit dem Führerschein, den ich jetzt besitze. Was soll ich noch erzählen? Es ist gerade für mich ein bisschen schwierig, einfach wegen ganzen Zeitblasen, das alles auf die Reihe zu kriegen, irgendwie. Ja, da ich noch keine 18 war, bin ich ja morgens erstmal. Ich habe ja eigentlich einen ziemlich beschissenen Arbeitsweg, so um zu sagen. Ich wohne ja hier irgendwo Richtung Germersheim und ich arbeite in Heidelberg. Von daher, ja, habe ich einen ungefähren Arbeitsweg pro Tag von 2 bis 3 Stunden gehabt. Busverbindung scheiße, Zugverbindung scheiße, falls irgendwas mal ausgefallen ist, auch scheiße, falls irgendwas verspätet war und das andere verpasst wurde, auch scheiße, scheiße, komplett beschissen. So, dann hat irgendwann mein Kollege gesagt, dass im Nachbardorf, wo der wohnt, ein Bahnhof ist. Und der Bahnhof, der Zug von dort fährt direkt nach Heidelberg und das ist gut. Das heißt, im Endeffekt war es dann so, dass ich mit dem Roller morgens zum Bahnhof gefahren bin, 10 Minuten circa, war eigentlich ganz gechillt, dort noch kurz gechillt habe und dann kam der Zug und dann bin ich halt dahin gefahren zur Arbeit und so weiter und es war eigentlich viel, viel besser. Ja, Situation ist jetzt folgende: Ich war in der Werkstatt bei Fischer, da, was ihr ja vorhin gesehen habt, mit der GoPro-Aufnahme und so weiter, da war der Originalauspuff drauf. So, dadurch, dass ich hier eine Sportvario drin habe und etwas leichte Gewichte und die auf dem Gianelli eigentlich sau gut waren, dementsprechend. Uhrreport wird zu heiß. So, Situation war folgende. Ich bin einmal nach der Arbeit oder ich weiß nicht, wann das war, am Wochenende oder so, bin ich von hier zu Hause nach Hockenheim gefahren. Das war ungefähr 20 Kilometer weg. So, ich fahre, der dreht halt so seine 9000 und so weiter, alles okay. Auf einmal merke ich, das Ding wird abnormal laut. Ich dachte so, scheiße, Auspuff hat sich irgendwie eine Schraube gelöst oder sonst irgendwas. Ich gucke nach, ziehe alles fest, ist immer noch laut. Dann gucke ich irgendwann drauf, ich habe gesehen, die Abgasrückführung, das ist ja quasi, muss ich das so vorstellen, hat er den Auspuff, für alle, die es nicht wissen, erkläre ich das mal. Hat er quasi den Auspuff, der hier hat einen Zylinder und da geht der dann im Zylinder, dann gehen die ganzen Abgase raus und so weiter und so fort. Da haben wir irgendwann einen Katalysator noch beim Originalauspuff und so weiter, geht alles raus. Und bei Piaggio gibt es dann noch so eine Frischluftzufuhr, der saugt quasi Luft vom, ich glaube, vom Luftfilter oder sonst irgendwo, saugt der Luft an und leitet das Ganze in den Auspuff um. Ich glaube, das ist wegen Emissionen, Abgaswerte, sonstigen Scheiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Ding ist komplett weggebrannt. So. Das Plastik hat sich komplett gelöst, ist geschmolzen und was weiß ich, auch dieser komische Kasten, wo die Luft angesaugt wird, wo der Luftfilter drin ist von der Abgasrückführung, weggeschmolzen.
Ja, dann war da so ein Loch, dann habe ich das einmal komplett abgemacht, dann bin ich mit dem Loch gefahren. So, im Prinzip war es dann so, der Auspuff ist ganz normal hier und dann war nach oben nochmal so ein Rohr und das war offen. Das heißt, laut wie Scheiße, die ganzen Abgase gingen dann durch das kleine Rohr raus. Dementsprechend kam auch Dreck rein und ja, das war aber nicht mal das größte Problem. So, das größte Problem war, ich habe das dadurch, dass es mir zu laut wurde, weil es einfach sich anhört, als ob da kein Auspuff drauf ist, habe ich mir eine Schraube genommen. Vom Aerox oder so, keine Ahnung, hab mit Panzertape drum gewickelt, hab nochmal so Handtuch drum gewickelt, hab das dann da reingestopft, mit dem Hammer draufgeschlagen, sodass es nicht mehr rausgeht und das Ding war komplett verstopft. Dadurch wollte ich bezwecken, also mein geiles Gehirn hat es so gedacht und es klang auch halbwegs logisch, ich wollte bezwecken, dass die Abgase, weil ich vermutet habe, weil ich bin ja die ganze Zeit mit dem Gianelli gefahren, so im Sportauspuff. Der Gianelli, den habe ich die ganze Zeit drauf gehabt und ich wollte den Ori-Auspuff wieder drauf machen, der lag ja die ganze Zeit drum. Das heißt, ich dachte, da hat sich irgendwie Dreck gesammelt im Auspuff und es musste alles mal freigeblasen werden. So. Ich natürlich, Loch zugemacht, gefahren, gefahren, gefahren. Das heißt, die Abgase wurden dann quasi zwanghaft durch den Katalysator und quasi Richtung Ausgang geschoben. Das Problem ist, Roller dreht zu hoch, wurde zu heiß. So, Kühlung war nicht gut genug. Plus Auspuff verstopft. Plus Abgase müssen irgendwo hin. Scheiße, geht nicht. Das heißt, im Endeffekt ist, ja, genau, ich habe einen Kolbenfresser bekommen. Das ist auch geil. Der letzte Tag, wo ich gefahren bin, das war, da bin ich morgens zum Bahnhof gefahren und da habe ich einen Tag davor, oh, schon wieder Zeitblase, einen Tag bevor das passiert ist, war ich mit Mirko bei mir daheim. Also Mirko, Aerox-Besitzer, Flipflop, bei mir zu Hause. So, wir arbeiten an der NRG. Was haben wir gemacht? Aufkleber runtergemacht, mein Stickerbomb Schutzblech hinten wieder drauf gemacht, Kennzeichen Andivario und noch irgendwas, keine Ahnung. Ich habe das Loch zugemacht im Auspuff. Genau, wir haben es nochmal komplett verstopft, sodass quasi nichts mehr irgendwie laut ist. So, am nächsten Tag, ich dachte echt, das Ding sieht geil aus, weil auch wieder verfickte Zeitblase. Sorry, ich komme ein bisschen durcheinander. Ich habe die Energie, ja. Ich habe meiner Aerox, der ich einen Unfall gemacht habe, gebaut habe, habe ich die ganze Zeit hinterhergeheult. Ich wollte unbedingt wieder einen Rox haben, ich wollte unbedingt wieder aufbauen. Ich habe die ganzen alten Videos angeschaut und die ganzen Flashbacks und Throwbacks und was weiß ich. Ich wollte unbedingt eine Rox. So, ich habe im Sommer angefangen, eine Rox zu suchen zum Tausch. Ich habe so viele Angebote bekommen, aber nie hat sich irgendwas durchgesetzt, weil entweder ich konnte nicht fahren oder die Leute konnten nicht fahren oder hat sich irgendwas kurzfristig abgesagt oder sonst irgendwas. So, scheiße. Dann habe ich mit Mirko die NRG gemacht, Aufkleber runter und so weiter und so fort. Und das Ding sah einfach geil aus. Wenn ich ein Bild habe, ich mache ein Bild rein. Ich glaube, ich habe sogar ein Video davon. Da habe ich, glaube ich, auch eine Aerox. Genau, da habe ich die Unfallfront, die ist direkt vor mir. Die Unfallfront von der DMP-Verkleidung von der Weißen habe ich mit Panzertape auf die NRG gemacht und es sah geil aus. So, mehr sage ich dazu nicht. Auf jeden Fall. So, da geschafft und so weiter, am nächsten Tag morgens. Ich schieb den Roller raus, guck den Roller an, denk mir so, ja, der sieht schon ganz geil aus eigentlich. Ich glaube, so sieht er echt gut aus und ich hätte wieder Bock, den zu fahren. Ich mache das Ding an, ich fahre los. Nach ungefähr 5 Minuten merke ich auf einmal, oh, bin ich gerade, genau, bin ich gerade nach Lingenfeld, also einen Ort weitergefahren. Bin ich gerade in einen Ort reingefahren, auf einmal merke ich habe Leistungsverlust, erstens. Ich habe komische Geräusche am Roller. Der Roller hört sich an wie ein Triebwerk. Und irgendwie hört sich das total scheiße an. Irgendwelche Schleifgeräusche waren da. Auf jeden Fall, ich fahre zum Bahnhof, denkst du, ja, okay, scheiß drauf. Bin in den Zug eingestiegen, dann komme ich von der Arbeit, denkst so, du, ah, ich hoffe mal, das wird jetzt besser mit den Geräuschen. Dann mache ich eine Rolle an, hört sich immer noch so an. Immer noch Schleifgeräusche, immer noch so ein Flugzeug-Turbinen-Triebwerkssound, so total beschissen. Ja, ich fahre los, keine Leistung. Scheiß drauf, ich fahre weiter. Dann merke ich irgendwann, scheiße, der Roller ist kurz vorm Ausgehen, da geht gar nichts mehr. Komplett nichts. Ich stehe in Lingenfeld, ich dachte, scheiße, so. Dann kommt Mirko zu mir, also kommt dann zu mir gelaufen, wir schieben ihn zu dem und dann dachte ich so, ja, okay, ich dachte erstmal, dass ich meinen Auspuff wechseln muss oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, was wollte ich sagen? Wir schieben den Roller zu dem, so. Machen diesen Stöpsel aus dem Auspuff raus, dass die Abgase wieder rausgehen. Ich dachte, das bringt irgendwas. So, dann irgendwann nach großem Hin und Her, ich mache das Ding an, fahr los, das Ding schreit wie Scheiße, keine Ahnung, ich fahre erstmal so zum Gucken, ob es funktioniert. Fahr, nee, auf einmal. So. Roller aus, Roller geht nicht mehr an. Scheiße. Im Endeffekt hat das Ding einen Kolbenfresser. So, und was jetzt passiert, seht ihr jetzt anschließend. Kurz und knapp gesagt, die NRG ist der größte Scheißbock, den ich je hatte.
Das war zwar auch der beste Roller, den ich je hatte, aber es war auch der größte Scheißbock, den ich je hatte. Und ich hasse das Ding wie die Pest. Und jetzt guckt anschließend, ich kommentiere ab hier nicht mehr. Ich wollte nur kurz sagen, falls irgendwelche Fragen sind oder so, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche so gut wie möglich auf alles einzugehen. Ich hoffe, ich habe auch einigermaßen gut erklärt, was jetzt in der letzten Zeit passiert ist. Zwischen Rollertreffen und heute. Und ja, den Rest, denke ich mal, sollte relativ selbsterklärend sein. Ich werde auch wieder so Untertitel dazu machen und irgendwelche Sachen, falls ich irgendwas noch beim Bearbeiten vom Video sehe, schreibe ich das dazu. Und ansonsten, ja. Ich danke euch fürs Anschauen. Ich danke auch jedem, der nicht jetzt gedacht hat, okay, scheiße, der bringt keine Videos mehr raus. Ich verpiss mich auch von dem Kanal. Gut, dass ihr dabei seid. Gut, dass ihr auch auf Instagram so aktiv seid. Das freut mich auch mittlerweile ziemlich sehr. Wer das nicht kennt, Instagram, Link in der Beschreibung, Facebook ist auch Link in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal auf der Facebook-Seite ein bisschen ein paar Likes raushauen, weil da ist momentan ein bisschen tote Hose. Aber ja, ansonsten abonnieren gerne, gerne ein Like da lassen, gerne einen Kommentar da lassen. Ich bin froh, dass es wieder weitergeht. Ich hoffe, dass es auch einigermaßen gut geworden ist, das Video, weil ich es jetzt noch nicht bearbeitet habe und ich erst später bearbeite. Ah, warum kamen keine Videos? Ja. Kurz und knapp gesagt, mein Computer ist auseinandergefallen, das heißt, es funktioniert nichts. Ich habe jetzt meinen Arbeitsrechner hier von der Arbeit und der Arbeitsrechner von der Arbeit wurde jetzt mit einer kostenlosen Videobearbeitungssoftware bespielt und ich hoffe, ich kann diese einigermaßen nutzen, sodass ich das Video auch gut raushauen kann. Ja, das ist so viel dazu. Das Wichtigste mal komplett vergessen schon wieder, warum keine Videos kamen. Ja, auf jeden Fall, Leute, danke fürs Anschauen, viel Spaß noch jetzt mit dem Video. Man sieht sich und bis zum nächsten Mal. Alle Leute, haut rein. Schon mit einem riesen Paket von Heavy Tune angekommen. Super. Was drin? Papier. Öl. Ein Zylinder. Zündkerzen, die Papiere, ah, Poster und Aufkleber. Ja, das war's eigentlich. Gut. Ja, servus Leute. Es kam jetzt wieder ziemlich lange nichts mehr. Also seit dem Treffen kam ich, wie lange ist das ja, 2 Monate oder so. Auf jeden Fall bin ich seit dem Treffen eigentlich relativ viel gefahren, habe dann irgendwann den Uri-Pod drauf gemacht bei mir, was eine ziemlich blöde Idee war. Dann hat sich optisch noch einiges getan. Wir haben die Aufkleber runtergemacht am Roller. Und die Seite auch vorne, sieht eigentlich viel besser aus. Da sind noch so ein paar Aufkleberreste und so weiter, der Scheiß hier, ja, auch noch dran. Unten am Unterboden Aufkleber weggemacht, dann Kennzeichen an Vario. Und weil, ohne Scheiß, das ist das geilste Feeling überhaupt. Das Ding dran gelassen, das Ding hier dran, das ist einfach Taglife, Mann. Das ist scheiß auf alles. Leben am Leben. So, die Sache ist jetzt die: Mit dem Oripod ist mir irgendwann die Abgasrückführung weggebrannt. Das Ding war laut wie Scheiße. Dann habe ich irgendwann das Loch dazu gemacht, wo die Abgasrückführung rauskommt. Mit einem so richtig fetten, wie nennt man das, Analplug. Einfach das Ding zugestopft, dann war das schön leise, dann bin ich gefahren, hat angefangen komische Geräusche zu machen und Leistung zu verlieren. Dann hat sich irgendwann wie ein Flugzeug angehört, irgendwie so wie so ein Triebwerk, so ein Düsentriebwerk, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwann ist er ausgegangen und ja, jetzt ist mein Zylinder im Arsch. Und jetzt müssen wir den wechseln und dann hoffentlich läuft er wieder. Da kommt der Fischer angefahren mit meinem Auspuff. Junge, das, ja, in den Mülltüte eingepackt. Guckt einfach der Auspuff hinten aus dem Rucksack raus. Geil. Das ist sehr laut, Alter, und das mit dem Uri-Luftfilter. Der ist nicht viel leiser als vorher.
So Jungs, der neue Zylinder ist drauf, richtig schön blau, also sieht echt geil aus. Haben zwar den alten Kopf noch genommen, weil der eigentlich top ist, der Zylinder hat gefressen, aber ansonsten sieht der echt top aus, also kann man nichts sagen. Schön blau, eloxiert. Schön blau, fett eingebaut, schön geklebt eingebaut. Hebt alles top. Hebt alles geklebt. Hebt einfach mal. So, pass, sass, Gas. Vergaser, nichts eingestellt, erstmal so. Ist den Schlüssel noch fest? Ja. Ich bin ziemlich drin. Ich hoffe es mal. Ja. Da ist Luft drin. Wo? Da ist Luft drin. Wo? Hey, mal Öl abgeschlossen. Ja, oder? Unten. Und am Zylinder. Ja gut, Zylinder kriege ich eh vom Vergaser. Ja, okay. Oh! Boah, das klingt aber nicht gut. Mal weiter. So wie ihr es gerade gehört habt, ist wahrscheinlich doch Lagerschaden, ne? Heizen. Das war's. Zusammenbauen, weg damit. Also Jungs, müssen auf. Gute Nacht. So Jungs, die Stunde der Wahrheit kommt langsam. Langsam kommt die Stunde der Wahrheit. Das war... Die Energie jetzt weg. Nach langer, langer, langer Zeit. Sehr langer Zeit. Das ist jetzt das letzte Video mit der Energie. Ja. Und wie sieht's aus? Hä? Wie sieht's aus? Ich hab schon mal ein paar Joker gemacht. Geht das auf dem PC? Das ist ein Foto. Ja. Diese Flipflops, im Dunkeln sieht die ganz anders aus. Lass mal kurz, Digga, nicht, dass das schön beschwert vor der Kon. Es ist wieder die nächste verschlüsselte Zeitblase. Es sind wahrscheinlich jetzt 580.000 Zeitblasen oder die 300. oder was weiß ich. Ja, das war halt. Auf jeden Fall hat sich viel getan mittlerweile. Der hört sich nicht ganz so geil an. Video mit der NRW. Ja, der Zylinder ist neu, die Lager sind gefickt. Der riecht aber geil. Und ja, das ist, ja. Das Ding steht eh noch.
Tank ist noch komplett leer. Ich weiß gar nicht, was er jetzt versucht. Ist in der Zwischenzeit die Ozean fahren. Der Tag sieht hier anders aus. Ganz anders. Mal aus. Ah doch, die fährt. Leck mich am Arsch. Ah ne, fährt sie nicht. Ist halt auf dem iPhone scheiße, weil ich komme halt nur abends. Das Ding hört sich total scheiße an, aber es sieht geil aus, ohne Scheiß. Das Ding sieht mittlerweile so gut aus. Wenn der Motor gescheit wäre, würde ich mit dem Ding fahren. Sprit ist alle! Ich sage einfach, das ist der Auspuff. Deswegen bin ich auf 23 los. Wegen dem Reifen. Das sind einfach, der Sprit ist jetzt eh alle. Jetzt werden wir Zündfehler rauskommen. Hab ich das Paroxys aus? Ich hab's ausgemacht. Jungs, Leute, was weiß ich. Ey, film mich mal kurz, film mich mal kurz. Ich muss. Wie geht das eh aus? So, Sprit ist eh alle. Sprit ist alle. Fick dich, scheiß Fotze. Fick dich, Fotze. Fick dich, Fotze, Fotze. Auf jeden Fall, ich hab das Ding jetzt seit. Quasi seit ich meinen Autoführerschein hab. Kurz davor. Ja, kurz davor, bevor ich meinen Führerschein bestanden hab, hab ich das Ding bekommen. Ist jetzt schon ein halbes Jahr her. Und ja, das Ding hat im Prinzip alles mitgemacht. Den Umzug von mir nach hier Richtung Germersheim, Speyer und so. Das Rollertreffen, alles Mögliche. Rollertreffen, alles klar. Jo. Ja, soll ich wohl sagen, das Ding war geil, es hat unheimlich Spaß gemacht, aber es ist einfach nicht dasselbe. Ich brauche einfach eine Rox. Das ist einfach, das ist kein Scheiß, ich brauche einfach eine Rox. Jungs, soll ich euch mal was sagen? Rest in peace, du Fotze! Das ist die, wo mal komplett entdrosselt war, aber. Jetzt ist er nur noch gedrosselt, fährt maximal 50. Achtung, es muss kurz ein schöner Roller ins Bild. Warte mal kurz. Jetzt kommt so ein hässlicher Roller, wie ihr seht. Schiebt die Scheiße nach Bagdad. Naja. Da geht's ja hin. Nach Bagdad. Roller. Von Bagdad 1 nach Bagdad 2. Ja genau, nach Bagdad 1 nach 2. Sohle. Da. Ich glaube, das ist ein Sprinter. Mach mal aus, Digga. Ja, also wie gesagt, da kommt ein Sprinter und aus. Rest in Peace. Aus! Jo. Das erste Mal jetzt. Seit fast 2 Jahren, oder? Nee. Ich brauch schon falsche. Ivan, ja. Ih, was ist das? Hässliche Ding. Geht. Hä? Ja, ja, ich bin der Buckel und hab die Hinabkommens gemacht. In der Zeit. Geh, Pappe!
der Glückliche. Oh, der kann meinen Sinn. Gib mal kurz Vollgas. Vollgas. Rocks, Alter, auf meiner ersten Rocks. Das ist unglaublich, Mann. Das ist ruhig, der Ding sieht man nicht. Also, der Loch ist ja kalt, aber wenn er warm ist, ist es bestimmt richtig sauber durch. Prinz! Oder stirb. Jungs, der Kreislauf fließt sich. Der Kreislauf hat sich geschlossen. Was? Meine erste Rolle? Meine erste Rocks? Ja, Jungs, kein Scheiß. Das ist meine erste Rolle. Ich hab es geschafft. Ich hab wirklich über ein halbes Jahr nach einer Rocks gesucht. Ich hab wirklich alles gemacht. Ich hab wirklich alles versucht. Ich wollte unbedingt eine Rocks wieder haben. Und im Endeffekt habe ich es geschafft. Ich hab den Besitzer von meiner alten Rocks wieder angeschrieben. Von meiner allerersten. Ihr wisst ja damals, mein erster Umbau, mein überhaupt allererstes Fahrzeug. Ich habe es geschafft, ich habe den angeschrieben, habe gemeint, ja, hast du noch, beziehungsweise, wie geht's meiner Rocks, hast du sie noch und so weiter. Und dann haben wir halt geschrieben darüber, ein bisschen geredet darüber. Und ja, dann habe ich gemeint, ja, wie sieht's aus, hättest du Bock auf eine NRG zum Tausch? Dann haben wir die ganze Zeit hin und her geschrieben und dann kam er irgendwann vorbei, hat das Ding vorbeigebracht. Und ja, ich mache nochmal ein Video danach, ja, ich erkläre das nochmal, ich lasse es erstmal wirken. Ich habe meine erste Rocks wieder, mein allererstes Fahrzeug, genau das Ding. Und damit geht jetzt alles weiter. Den Rest erkläre ich später. Haut rein.